Willkommen zu der dritten Sendung vom Privalo Sprungbrett direkt aus Sachsle, Kanton Obwalden, aus dem Mattli-Saal. Ja, ihr habt es schon gesehen, die letzten zwei Teile, die haben es schon echt in sich gehabt. Der Nachwuchs in der Schweiz, der eben auch am Privalo Sprungbrett mitmacht, der hat es echt in sich. Und ich kann euch eins versprechen, die dritte Sendung, ja, die ist garantiert nicht ohne. Nachdem letzte Woche vor allem Gesang mit Live-Begleitung und Hip-Hop dominiert haben, sehen wir im heutigen dritten und letzten Teil vom Privalo Sprungbrett Rock, Pop, Gesang, Hip-Hop hauptsächlich Solo-Gesang. Und nicht vergessen am Schluss die Verkündung der Tagessieger. Und wir starten bereits mit dem ersten Auftritt vom Teil 3 Privalo Sprungbrett Pop, Rock, Gesang und Hip-Hop. Du hast bereits ein Album rausgegeben, gell? Kannst du etwas erzählen von dir? Also, was hat dich bewogen, Rapper zu werden? Also, ich habe jetzt gerade angenommen, dass es der Eminem war, der dich da inspiriert hat. Der Eminem, eigentlich der Elvis Presley von den Rapper. Elvis hat ja auch viele Leute, junge Leute zum Musizieren animiert. Wie war das bei dir? Ja, also ich hatte schon immer einen Anzug zu Hip-Hop und Rap natürlich. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, ich finde nicht das Lied, wo ich denke, das ist es. Und dann habe ich mal mich angesetzt und probiert, ein Lied zu machen. Ist nicht gut rausgekommen, aber es ist rausgekommen. Und dann immer weiter gemacht. Dann habe ich mich weiterentwickelt und hat sich einfach eine Liebe für die Musik entwickelt. Was hast du für eine Message? Das Lied, das ich heute performen will, heisst Slide. Das habe ich vor allem gemacht, weil ich Leute zum Bewegen bringen wollte. Es ist eine Story von der Jugend, es ist eine Story von der Freiheit und einfach mal Energie rauslassen. Blueprints! Yes, sir. Yes, sir, mic check. Yes, sir, little bit. I'ma fucking snag that little hard the corner, man. Oh, you see that fat ass over there? Oh, my man. You gonna feel the pull out of that be like, and now you gonna just be like, And we slide. It's alright, alright, alright. Yeah, yeah, we slide. It's alright. And we ride, little bad bitch, shorty in the club, shake a bubble butt. In the VIP section, thumb dollars up. This big time, we finna get some this night. If I'm too drunk, and I've been a fist fight. We bout this life, bad bitch, she go retarded. She got anime eyes, so I know she off the molly. Got the Henny on ice, got the Cody on ice. Sending the DMs like hot, pick her up with some spice. Yes, I'm drunk, I get it. Bibbidi power, pop the zenny. So if I ain't out slanging, you finna find me up in the club, probably sipping on Henny. And we slide, it's alright, alright, alright. Yeah, yeah, we slide, it's alright. And we ride. First thing in the club, we be busting the shot. Hit in the dance floor, cause we be dancing a lot. I seen her thought, she be reading my thoughts. She wanna, like the molly, she pop. Look at the dress, she got the body to rock. I got the bars to pop, engine just crack it up. Back it up, baby, hit the smoking spot, smoking sick. While I'm back at the bar, getting us some drinks. Super skunk in the blonde, light it up on the dance floor. Give me be your man tonight or what you tryna dance for. Then gave me an answer, just smile back. Cause you just wanna have fun, then she like that. And we slide, it's alright, alright, alright. Yeah, yeah, we slide, it's alright. And we ride, low. And we slide, it's alright, alright, alright. Yeah, yeah, we slide, it's alright. And we ride, low. Yes, sir. Hey, danke vielmals, dass ich hier da noch kommen konnte. Erstmal ein riesen Shoutout an Briggs Wallo. Dass wir. Wie kommt man auf den Namen Blueprints? Das ist eine lustige Geschichte. Ich habe tatsächlich den ausgewählt, nachdem ich das Lied Eminem Rap God so ja. auswendig gelernt habe, ja. als ich so in der Oberstufe war oder so. Und dort hat er mal Blueprint gesagt, aber ich habe lang eben Blueprints verstanden. Und ich habe das eben so gefühlt, als ich es dann herausgefunden habe, ich so, ja, Blueprints klingt eigentlich schon easy fresh. Ja, und das kann sich tatsächlich auch jeder merken. Also so ein Name. Ah, das ist gut, das kann ich nicht entscheiden. Also, wenn du amigs auch Auftritt hast oder deinen Namen sagst, das bleibt doch irgendwie ein bisschen im Kopf, als wenn du irgendwie einen Namen sagst, den man vielleicht gar nicht so richtig versteht. Oder wie war das bisher gewesen? Ja, also zum Glück habe ich irgendwie nicht so 7 Zahlen hinter meinem Namen oder so. Das hilft schon ein bisschen. Ja, aber Leute checken es schon. Also, wir haben auch schon Chance gehabt und so.
wo die Leute dann auch den Namen wieder gesagt haben, das schon. Richtig entdeckt hat man sie. Der Mittelpunkt. Man hat die richtig entdeckt bei den Voice Kids Germany 2019, 2020 und bei Voice of Switzerland. Also schon bereits einiges hinter dir. Komm, es ist gell? Veröffentlicht hat das junge Fräulein Jean im Prinzip 3 Singles. Ja. Gell? Can't Stop Me Now. Ja. Das präsentiere ich heute. Das passt schön zu heute. A Different Kind of Christmas. Ja. Was bedeutet dir Christmas? Also, es ist halt darum gegangen, dass wir normalerweise Weihnachten nicht in der Schweiz gefeiert haben, sondern im Ausland, am Strand. Und deshalb A Different Kind of Christmas. Okay, okay. Und dann hast du noch eine dritte Single rausgegeben. Wie hat die geheißen? Friends No Matter What. Okay. Und du schreibst die Songs alle selber? Ja, alleine. Alleine? Wenn denn? Meistens am Abend nach der Schule, nachdem ich Hausaufgaben erledigt habe, weil ich kann mich irgendwie am Abend besser konzentrieren. Sag mal, was hören wir jetzt von dir? Can't Stop Me Now, was meine erste selber geschriebene, oder besser gesagt, mein erstes Lied ist, das ich schon veröffentlicht habe, und das präsentiere ich heute. Okay, viel Spass, da ist sie, Liana Songs. Ja, ich meine, was Auftritt vor einer Fernsehkamera anbelangt, das muss man natürlich dir gar nicht mehr erklären. Das war ja eigentlich Routine gewesen, oder? Wie ist das? Also, Routine würde ich es nicht nennen. So ein bisschen Pause. Dazwischen hatte ich schon. Aber natürlich, ein bisschen schon, ja. Mhm.
Wie ist das für dich, ein Privalo-Sprungbrett? Du warst auf Bühnen im Deutschland, in der Schweiz schon. Du hast mehrere Auftritte schon gehabt. Du bist auch schon mehrfach bewertet worden von Jury. Heute haben wir ja wieder so eine Jury, die bewertet. Wie ist das eigentlich? Ist das inzwischen ja okay, man weiss ja, was man kann und bisher hat es ja auch geklappt? Oder wie nimmst du das wahr? Meistens ist bei mir halt einfach so mein Motto, ich habe einfach Spass. Weil dann kommt es gut und so mache ich einfach immer weiter. Ob es die Jury überzeugt, ist halt je nach Jury. Aber meistens funktioniert es. Man hat sie schon gehört an der Vega-Schlagerparty oder am Frauenfelder Weihnachtszirkus. Und diesen Sommer hast du ein Single ausgegeben. Und ich finde, sie hat einfach den Vogel abgeschossen. Der Titel heisst «Das ist unser Sommer». Ist doch unser gewesen, oder? Heiß bis Bach aber. Hast du gern so Hits? Ja. Ja, ist aber nicht so lässig für die Stimme. Gell? Also es soll dein Beruf werden, Schlager sein. Ja, schon. Also so wie der Beatrice Segli und ja. So? Ja, auf jeden Fall. Ja. Oder wer ist dein Idol? Ja, schon Beatrice Segli oder Fasten, ja, die finde ich auch cool. Also auf jeden Fall, wir freuen uns sehr auf deine Darbietung. Und anyway, wie heisst der Titel, den wir hören? «Das ist unser Sommer». Aha, kriegen wir noch mal den. Ha? Gut, und das jetzt viel Vergnügen mit unserer Lara Zoe. Das ist unser Sommer, heiß und wunderbar. La, la, la. Das ist unser Sommer, einfach nur perfekt.
vielmals. Ja, auf vielen Bühnen bist du natürlich schon gewesen, oder? Das war ja eigentlich eins von Filmen gewesen heute. Ist aber gleich ein bisschen außergewöhnlich, wenn auch die Jury da ist und bewertet. Ja, also es war eine sehr neue Erfahrung für mich. Normalerweise bin ich mit vielen Leuten, also relativ mehr als da. Aber wenn du dann Leute hast, die dich wirklich nur auf dich schauen und bewerten, und dann noch 12, nicht nur so jemand oder so, und auch noch so Mitspieler? Ja. Mit Finalisten so. Ist wieder etwas ganz anderes und du musst auch ganz anders abliefern. Es ist auch ein anderes Publikum, die schauen es ganz anders an, die kommen vom Fach. Nicht als wenn du irgendwo Fans hast, die schauen da wieder auch ganz anders an. Aber es ist nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Du bist ja eigentlich, du hast schon, wie ich es am Anfang gesagt habe, du hast schon so viele Auftritte gehabt, du trittst bei grossen Brands auf, eben auch im Zirkus, wie du selber gesagt hast, im November im Appenzell mit Beatrice Egli, Francine Jordi auf der Bühne, viele, die da heute mitmachen, die würden nur mal von dem träumen. Wie ist das für dich? Du bist ja eigentlich schon viel weiter. Also es ist natürlich immer eine Chance, um gesehen werden, um irgendwie weiterzukommen. Es ist egal, wie viele Leute das sind. Es sind vielleicht neue Fans dann irgendwann und die unterstützen dich, supporten dich und jeden Auftritt kannst du zulernen. Ja, ganz gut. Wie fühlst du dich? Ja, gut. Ein bisschen nervös, aber. Nervös? Ja, warum? Dazu. Hast du Vorsingen, oder? Hast du schon irgendwie. Weißt du, was dein Plan ist fürs Leben? Das ist eine gute Frage. Momentan bin ich noch am Umschnuppern. Und es sieht so aus, als würde es Richtung Tierpflege gehen. Aber ich bin auch sehr froh, wenn ich etwas mit Musik machen darf. Und jetzt freuen wir uns fest auf deinen Beitrag. Mhm. Kannst du uns sagen, was für einen Titelsong wir von dir hören? Es ist «I See Red». Rot? Ja, das rot. Ist, du siehst Liebe, hä? Blut. Ich kann es jetzt positiv ausdrücken. Okay, dann schauen wir mal, was mit dem Blut ist. Wir wünschen viel Vergnügen, da ist für euch aus zwei Zimmer Chiara Cota. Did you really think I'll just forgive and forget? No, after catching you with her, you brought your own cold, so cold. Know that you're too diamond cheap, blind, you wanna be. You're a fool if you thought. I see red, red, oh red.
von der Bühne natürlich ins Interview heine mal. Wie war es hier oben von diesen vielen Leuten und an dieser Jury? Es war gut, es hat mir gefallen und es ist toll, um Erfahrungen zu sammeln. Ja, genau. Von wo kommt die Leidenschaft? Oder hat das schon als Kind angefangen bei dir, dass du sagst, hey, ich will richtig Gesang gehen? Ja, also meine Mom hört sehr gerne Musik. Und deswegen war es für mich immer so, ja, ich möchte auch gerne in so einem Musikvideo drin sein. Zum Beispiel jetzt Katy Perry haben wir öfters gehört. Oder Taylor Swift, so in die Richtung. Das finde ich einfach mies faszinierend. Ja. Ist dir das besonders auch wichtig, eben, dass es so ein bisschen kräftige Titel sind, die etwas auch aussagen emotional? Ja, schon auch. Also das Ding ist, wenn ich Musik mache, mache ich das mehr, um etwas auszudrücken, weil wir das ist beim Reden, beim normalen Reden, ein bisschen schwieriger. Und bei Musik kannst du wirklich einfach geben. Ah ja? Ja. Also erlebst dich selber auch komplett anders beim Singen, als jetzt zum Beispiel, wenn wir miteinander... Gut, wir sind unter uns, das gehört ja niemand. Als wenn wir jetzt so reden. Ja, schon. Genau. Ja. Auf der Bühne, man ist im Flow, man hat das Publikum, man ist motiviert. Machst du so auch Musik? Ich habe nicht gelesen, sie produziert energiegeladene Popmusik. Und ich bin ein bisschen googeln und geschaut, was macht die junge Frau? Und ich muss sagen, wow. Und dann, das Verrückteste ist, du heisst, wie gesagt, Stefania Sansari. Yeah. Okay? Und dann habe ich gedacht, das ist aber weiter weg von Arpia Deluria. Ja, kannst du das ein bisschen erklären? Ich bin dann auch googeln, weißt du, es hat mich Wunder genommen. Yeah, was ist denn da? Was könnte Arpia Deluria sein? Yeah. Und habe dann gemerkt, es ist einer von der, oder es ist der grösste Greifvogel von der Welt. Okay? Genau. Aber wie kommst du auf das? Ja, bist du ein Vogel? Ja, kinda. Bist du ein bisschen weirder? So ein Paradiesvogel vielleicht? Oder wer ist das schon nicht? Lass mal, du schreibst deine Lieder selber. Ja. Wo machst du das? Das musst du noch kurz erklären. Ich meine, du hast schon bereits Singles ausgegeben, du hast EPs ausgegeben, du hast Videoclips. Es ist wahnsinnig viel los bei dir. Ja, also ich habe gerade die letzte Single ist am Freitag rausgekommen, heißt Current Mood, performe ich auch heute. Aber Musik mache ich eigentlich dort, wo Musik mich findet. Also im Bett schreibe ich meine Songs oder auch am Boden. Ich liege mir gerne am Boden. Aber am Abend, ja? Am Abend? Ja, manchmal am Morgen. Aber was machst du denn am Morgen? Ich hatte den Schlaf. Das Problem ist, ich brauche nicht so viel Schlaf. Da kommt eben das ADHS-Spiel. Hey, okay, und das ist Arpia Deluria. Sacca dir di sasso da shock. I believed in a tick off the clock. Ma ciò che cercavi tu era soltanto il tuo cock. I movies they don't show that at all. Tutto a posto c'è soltanto love. I want you and I'll back off. That's not how it works, bro. Grande come mi conosci, nel manico mi si mi ci porti. All you see is the cockpit, losing sight of the topic. Tu dici sempre all in. No, I don't play with Barbies. Never like to waste my time with them. Ripeterà, ma la gente si dimenticherà.
of every news is faking, of every news is faking, of every soul that left this place cause of emotional damage. Ecco sì che funziona, mi chiedono ancora ancora, finché non perdi la corona e l'illusione dell'icona. Did you ever roll the dice? You went on my paradise, so stay away with the false pride. La mia storia non la sai. Push me down, 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 la pioggia is where I hide. One, two, three, take it all off me. Let me float into ecstasy. One, two, three, take it all off me. I wanna get lost in fantasies. Wir schliessen die Runde von der Wintertourerinnen und Wintertour natürlich wieder anschliessen. Du hast ja gesehen, es hat noch andere Leute aus Winti da. Ja, finde ich super geil. Wir sind rum. Ist das so ein Treffen? Man trifft sich eigentlich nie zu Winti, aber da in Obwald trifft man sich dann am Sprungbrett. Wahrscheinlich ja. Also ich habe wirklich niemanden in Winti gesehen. Ich habe nicht gewusst, dass sie von Winti sind. So, ich bin auch so, what? Okay, cool. Ja, wer trifft sich da? Obwald, da ist es halt. Ja, es hat ja auch eine Bedeutung, dass du da mitmachst. Oder? Du hast einige Ziele natürlich, die auch kommen. Aber ich muss an dieser Stelle sagen, es ist ja nicht sein erster Auftritt. Du hast schon viele Auftritte gehabt. Unter anderem auch Musikfestwoche Winterthur. Ja, da ist man auch stolz als Winterthur, wenn man dort auftreten kann. Ja. Swiss Influencer Award ebenfalls, wo wir ja auch Medienpartner sind. Wie ist das für dich, wenn man schon zurückschauen kann auf so grosse Auftritte? Es ist einfach der Wahnsinn. Ich vergesse es jedes Mal. Ich bin immer so, okay, was habe ich eigentlich dieses Jahr gemacht? Ich so, ey, wow, ich habe mega viel erreicht. So, jedes Jahr ist es Level Up und es ist einfach so, es ist grandios. Es ist einfach, ich bin so dankbar dafür. Wirklich. Es ist geil. Es hat sich so ein bisschen in kurzer Zeit eigentlich sehr vieles entwickelt. Ist das selber auch so ein bisschen aufgefallen, wenn du so zurückschaust? Ja, wenn ich zurückschaue, ja. Im Moment bin ich immer so, meh. Okay, also es kann mehr sein. Ich bin mega Perfektionistin und mega so ba 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 ba. Aber ja, ich bin immer so, wow, ich habe wirklich etwas erreicht und die Leute finden es wirklich cool. Ich so, yes. Das haben wir auch gemerkt. Ich meine, viele, die ja da hier kommen nach dem Auftritt, ist ganz klar, sind vielleicht ein bisschen erschöpft oder noch emotional. Du bist hier gekommen, yeah, let's go! Also ist wirklich super an dieser Stelle. Ist das wirklich das italienische Temperament, das du da mitbringst? Sicher auch, aber ich finde, was nicht, das ist mein Leben und ich darf endlich mal mein Leben leben. Und was gibt es Schöneres, als auf der Bühne sein, runterkommt und das Interview geben. So, like, yes, so that's my life. So gebe ich es euch, ich gebe euch meine Energie. Machst du alles selber allein und so, wenn ich es höre? Ja, also ich habe schon Hilfe. Ich bin auch seit dem Kleinhaus immer mit Musik begleitet worden. Meine Mutter tut auch selber singen. Ich kann sie immer mit begleiten in dem Studio. Ich kann auch immer alles kennenlernen, was alles ist, für was es ist. Und dann bin ich in die Oberstufe gekommen. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich überhaupt in den Weg hinein gehe. Ich habe eine Musiklehrerin, Salome, die auch gerade in der Jury sitzt. Meine Liebe, jetzt gilt es für dich, einen schönen Abschluss für uns zu machen. Und zwar mit dem Lied, jetzt kannst du es sagen. Dein erster Song, der im Kasten ist. So. Sag mal noch schnell, wie viele Songs hättest du denn schon für dein Album? 5 Stück. Ich mache ein EP, das ist so ein kleines Album und das hat schon 5 Lieder. Eigentlich. Ah, immerhin. Okay. Ja. Und alle sind Englisch? Ja, alle Englisch. Ich schreibe in Englisch, mache in Englisch. Schnuffst in Englisch? Ja, sicher. Okay, also jetzt viel Spaß und was können wir? Wir hören Vision von mir selber geschrieben und es wird jetzt ein Musikvideo dafür gemacht und dann kommt es hoffentlich in der. Also, toi toi, Bühne frei für dich. Danke. Da ist Ezra Boa! Oh, hi, handsome boy with a lovely voice and the brown eyes and the black hair. Didn't know I could fall in love again.
guy, handsome boy with a lovely voice. I fell in love right away. Didn't know I could fall in love again after he broke my heart into pieces. Natürlich auch immer schön zu sehen, wenn man am Privalo-Sprungbrett mitmacht, wie du das eben gemacht hast. Letztes Jahr, du bist ins Finale gekommen, jetzt bist du wieder da. Wieso hast du gefunden, ich wachse nochmal? Weil ich das mal gönnen. Ich bin da zum Gönnen. Fertig. Sehr schön. Das ist, dann können wir eigentlich das Interview schon beenden. Das wäre es eigentlich schon, oder? Nein, das ist eine gute Voraussetzung. Ja, sicher. Und ich habe mich auch, ich muss ehrlich sagen, viel mehr verbessert. Und letztes Mal hatte ich viele Fehler, was ich das Mal halt nicht machen wollte. Was sie sind, nicht üben, nicht darauf konzentrieren, dass ich das wirklich schaffe. Es war einfach nur, ich kann es, ich bin gut, aber eigentlich war es gar nicht so. Aber irgendetwas hast du doch gut gemacht, sonst wärst du nicht ins Finale gekommen letztes Mal, oder? Ja, also in der Finale, muss ich ehrlich sagen, ist das Problem auftreten. Ja, genau. Ich habe viel gelernt und viel gemacht für Sprungbrett, aber im Finale habe ich dann doch deswegen, wegen meinem Fehler, leider doch nicht geschafft. Also hast du eigentlich, wie du jetzt gehörst, auch in dieser Zeit, das ist ein knappes Jahr, auch noch ein bisschen daran gearbeitet und geschaut, wie kannst du es optimieren in dem Ganzen? Genau. Ich habe auch neue Songs geschrieben und auch neue Sachen aufgenommen, die ich das Mal könnte euch allen performen, dann bei der Finale zum Beispiel. Wir kommen immer näher dem Moment, wo man ja selber immer ein bisschen zittert. Aber bevor dieser Moment kommt, gibt es jetzt noch einen Schnelldurchlauf. So I don't need a lover right now. You keep on wondering, but you understand why. Rising up, but I'm stronger now. I get it up when I hit the ground. Over down, I'm on the cloud. And I won't stand here and watch you break apart. Rares im Hirn, such nach Wahres und Sinn in der Welt, wo ihr spinnt, holt's einfach so her, weil du weißt, dass es stimmt. I'm only a teen, I don't wanna be political, but some of these new rappers are critical, yeah, they're miserable, while your shit is digital and typical. I'm writing on a paper, I'm a young lyrical miracle. We ride, low bad bitch, shorty in the club, shake a bubble butt, in the VIP section, thumb dollars up, this big time, we finna get some this night. Can't stop me now, can't slow me down. Lass die Sonne zusammen.
non shoulder at all. Tutta posta c'è soltanto love. I want you and I'll back off. That's not how it works, bro. Grande come mi conosci, nel manico mi si mi ci porti. I had a vision. Thought you were him, but you changed overnight. And I couldn't know this. Und jetzt kommt die grosse Siegerehrung vom Privalo Sprungbrett Poprock Gesang und Hip-Hop. Wer hat eine Chance, eben ein Finale zu kommen, den kleinen Privalo vielleicht zu gewinnen? Das sehen wir jetzt. Wie sieht es aus? Wir nehmen die erste Sparte dran, Benz. Also, in der Sparta Band hat gewonnen The Rising Lights. Herzliche Gratulation. Gratuliere euch ganz herzlich. Ja, es gibt auch noch schöne Blumen vom Blumengössi, wunderschönen Blumenstrauß. Wie fühlt ihr euch? Hey, grossartig. Wir haben das können machen, was wir am liebsten machen. Und das ist Live-Musik. Und wir sind genau für das jetzt prämiert worden. Und das ist eines der besten Gefühle. Danke vielmals. Ich mag es euch von Herzen gönnen. Hey, wie wir schon gehört haben, seit 2013 geben wir Gas. Jetzt gibt es auch noch eine Prämierung dazu. Ihr seid im Finale des kleinen Privalo. Und wir wissen, wer alles nach dem kleinen Privalo eine riesen steile Karriere gemacht hat. Was geht in euch vor? Was spürst du gerade? Hey, es ehrt uns natürlich sehr. Wir haben, wo wir angefangen haben, vor 10 Jahren viele Contests gespielt. Und es ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob wir es noch drauf haben. Auch jetzt mit den neuen Songs von unserem Album. Und hey, es ist cool, dass wir das nochmal auspacken und ein bisschen durchleben. Und es spannt uns mega an. Jetzt, Walter, haben wir aber selbstverständlich noch andere Finalisten, die auch teilnehmen dürfen, mit den nachfolgenden Höchstpunktzahlen. Also, wir haben auf dem zweiten Platz Red Lily. Red Lily! Kommen wir führen! Können nachher gerade. Sieger mit ein bisschen führen kommen. Rising Lady ein bisschen führen, jawohl. Das sind die Zweiten, die dürfen teilnehmen. Gratulation. Und wer sind die Dritten? Und auf dem dritten Platz haben wir Run. Run, kommen wir führen. Rising Lights. Ja, gratulieren. Und Rising Lights kommen gerade in die Mitte. Führen kommen. Ja. So, wunderbar. Also, das sind unsere drei Bands, die dürfen am Finale teilnehmen. Nochmal einen riesigen Applaus. Weißt du was, wir gehen ein bisschen auf die Seiten über, damit wir da wieder... Ja, genau. Jetzt kommen wir mit Gesang und Begleitung. Ja. Also, da haben wir auf dem ersten Platz Sarino Molinari. Sarino Molinari! Voilà. Herzliche Gratulation, Sarina, super. Auch dir einen wunderschönen Blumenstrauß. Und wo ist dein Zertifikat? Da, genau. Also das ist das Zertifikat von der Sarina Molinari. Also wir sagen immer noch nicht, welche Straße haben wir noch, aber hey, ich gratuliere dir ganz herzlich. Du hast gewonnen, weil du eben eine tolle Leistung erbracht hast. Wie fühlst du dich? Danke vielmal. Es fühlt sich grossartig an. Absolut. Ich glaube, ich kann das gar nicht in Worte beschreiben, wie toll es ist, mit den Bands auf der Bühne zu stehen und nachher eine Bestätigung oder ein Feedback und in diesem Mass zu bekommen. Und wer haben wir als Folgende in der Gesang- und mit Begleitungssparte? Zweiter Platz haben wir Nusolce. Oh. Gratulation an den Nusolce. Und wer haben wir sonst noch? Auf dem dritten Platz haben wir Valerie Burch. Valerie Burch! Sehr schön. Oh, wir kommen zu der dritten Sparte, zu der Sparte Hip-Hop mit den Rapper. Dort haben wir, wer im Finale? 1, 2 oder 3? Wir haben 2 im Finale. Gut. Wer hat den Tagessieg heitreiz im Hip-Hop? L.A.B. L.A.B. Können Sie uns führen? Jawohl. Gratuliere ganz herzlich. An dir, Blumenstrauß. Und jetzt hat er sogar noch abgerufen. Herzliche Gratulation! Danke vielmals. Dankeschön. Du
bist ja, würde ich mal behaupten, eher bescheiden, oder? Das, was man nicht von allen Rappern behaupten kann. Aber manchmal zahlt es sich aus. Wie fühlst du dich, den Tagessieger? Es ist ein mega Stein, der mir vom Herzen fällt. Also, ich war wirklich ein bisschen nervös da vor der Siegerehrung. Aber ich bin jetzt nur erleichtert, dass ich nach Hause gehen kann und eben den Eltern kann sagen, hey, ich habe gewonnen. Mega. Ich kann im Dezember nochmal kommen, freut mich mega. Geil. Und Walter, wir haben noch einen zweiten Teilnehmer, der mitmachen darf. Also vom zweiten Platz ist Blueprints. Oh, Blueprints! Hey, herzliche Gratulation an dir für das Finale, gell? Super. Okay, das sind Sie, unsere Hip-Hopper und Rapper. Und jetzt kommen wir zu der Sparte Gesang. Also Solo-Sang haben wir auf dem ersten Platz Liana Sounds. Yeah! Voice. Hui! Liana, klein, aber fein. Gott, der Ball drüber geht dir ein Blumenstrauß. Herzliche Gratulation. Jetzt geht es ja dann ins Finale zum kleinen Privalum. Ist schon ein bisschen näher. Was geht dir vor? Also natürlich bin ich dann schon nervös, mehr. Also einen Schritt weiter, aber es kommt gut. Positiv bleiben, Spass haben, dann kommt das gut. Hättest du nie damit gerechnet? Nein, wirklich nicht. Es hat so viele gute Leute gehabt, die hier auftreten sind. Von dem her hätte ich es nicht erwartet. Also, wir gehen weiter auf Platz 2, Chiara Goltes. Oh, das ist wunderbar. Herzliche Gratulation auch dir, du bist auch im Finale. Und wir haben... Auf dem dritten Platz haben wir Arpia Di Lurio. Arpia Di Lurio! Jetzt hat der Walter noch etwas zu verkünden, weil die Punkte so nah beieinander waren. Walter, was ist passiert? Ja, wir haben also beschlossen, wir nehmen den vierten Platz auch dazu. Und das sind zwar nicht nur eine Person, sondern zwei. Also, wir haben auf dem vierten Platz gemeinsam Lara Zoe. Und Camilia. Yeah. Das haben wir noch nie im Finale. Fünf Sängerinnen, Solosängerinnen. Aber er hat gesagt, die Punkte sind so hoch und so nah. Das machen wir jetzt einfach. Riesen Applaus nochmal für alle. Herzlichen Dank für alle, die mitgemacht haben. Gratulation allen Tagessieger. Und alle, die dahinten nächstes Jahr wieder mitmachen, weitermachen, sich entwickeln. Und dann kann man bei uns irgendwann mal am Finale teilnehmen und vielleicht eben auch ein kleines Privalo gewinnen. Hey, also das Finale, Damen und Herren, vom kleinen Privalo im Dezember, das wird ja mehr als genial. Das Niveau ist so hoch und ich kann sagen, die Spannung, die steigt umso mehr. Aber, nein, so weit sind wir noch nicht. Nächste Woche geht es los mit dem ersten Teil vom Privalo. Sprungbrett, da kommt ein Charme, den ich besonders auch genial finde. Und zwar populäre Klassik, Instrumental und Gesang. Da bei Auftanken TV im Namen von der Showszene Schweizer Privalo. Und uns wünschen wir eine gute Woche. Bis dann. Liebe Grüße.